Ja, tschüss. Komm so, Trax. User disconnected from your channel. Wir fahren zum nächsten Rastplatz weiter, ne? Jo. Yep. Damit wir hier auf der Bahn stehen. Haben Admin was gesagt? Ich hab nur eine PM geschrieben. Hm. Livestream läuft jetzt, ist mir egal. Hätte ich mal vorher schon angemacht. Ich war Mittelspur gewesen, der ganz links. Und auf einmal zieht er voll rüber. Ja. 500 Meter noch. Dann bin ich an der Tanke. Schießt mir aber gut weg. Ja, ja, ich fahre ja auch ein Volvo. Ja, ich meine, ich fahre gerade hinter dir 90 her und fährst mir volle Kanne weg. Könnte was damit zu tun haben, dass ich zeitig 110 gefahren bin. Weil ich zur Tanke wollte. Hast du mitgekriegt? Nur wo ich live zu mir geschrieben habe, wo er sorry geschrieben hat? Oder war durch Screenshot? Ich hab nur geschrieben mit Screenshot mehr nicht. Ja. Und danach war Lennox bla 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 und so weiter. I have a big ping, das ist eine Entschuldigung, um Leute wegzurappen. Hm. Aber ihr könnt fahren. Locke? Ja. Von Dänemark, wo fahrt ihr denn noch hin? Weiter nach oben? Ja, ich muss nach Oslo, ja. Ja, wir fahren ja jetzt nach Kiel. Ja. Von Kiel aus nach Göteborg. Ja. Von Göteborg nach Oslo. Okay. Und von Oslo aus, ja. Mal schauen. Kann auch sein, dass ich gleich in Göteborg schon ausmache. Mhm. Kann passieren, glaube ich aber nicht. Oder? Doch, vielleicht. Also ich habe hier... stehe jetzt unten in Lyon. Und ich habe erst ab den Niederlanden wieder was nach oben. Oh.
Dann springt's ja gleich irgendwo hin da oben. Na, ich habe von Amsterdam nach Bergen oder von Amsterdam nach Oslo. Okay. Na, ich verbinde das einfach. Ich fahre jetzt erstmal nach Amsterdam und Amsterdam hole ich halt neu, ist dann nach oben. Hm. Ja. Das Beste, was ich machen kann. Wäre jetzt Schwachsinn, da so hoch zu donnern. Verdammt. Hat sich gerade Gurke Melone auf die Fresse gelegt. Oh, toller Name. Gurke Melone. Richtig schön in den Baum rein. Ich hupe bei solchen Idioten schon nicht mehr. Die fahren ohne Anhänger. Der hat nur eine Sache zur Folge. Ram. Nee, der hat einen Anhänger. Nein, nicht bei dir. So, entschuldige. Typisch Robot. Ja. Immer auf sich fixiert, ne? Ja. Komm, du bist doch genauso. War mal. Du bist reifer geworden, ne? Nein, ich bin nicht umsonst älter. Ja, geht schon auf die 30 zu, ne? Halt bloß die Fresse. Dafür lege ich meinen LKW nicht schlafen. Alter, das war ein Bug, was kann ich dazu? Ja, genau. Ich war immer noch ein Lack. Ich hab dir schon vorhin zweimal gesagt. Seitenwind. Ich fährt ja auch nicht mit 90 die Auffahrt hoch. Seitenwind. Ja, genau, komm, leg mal Seitenwind aus, dann ist gut. In dem windgeschützten Bereich. Ist ja gut, du bist Superman, du kannst alle toll. Mr. Perfect. Boah. Nee, da kommt wieder der Robot-Sarkasmus. Wir. Muss ja, wa? Boah, schieb dich mit Currywurst zwischen die Kiemen und lass mich in Ruhe. Oh, den Status habe ich schon bei dir. Nach 2 Tagen. Den hat ich irgendwie jeder. Über mich. Nein. Allgemeinstatus. Wenn du so behandelt wirst, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Ich weiß. Besser als wenn keiner mit einem redet. So wenn sieht's aus. Nur einen nur ignoriert und keine Ratschläge gibt oder den in irgendwelche Fallen. Ja, mein Ratschlag hast du ja gerade gehört. War nicht mit 90 in der Kurve. Ich war nicht mit 90 in der Kurve. War 92. Oh, und dann war ich.
Nein, mit 89. Mit 89,2. Ja. Ich halte mich da raus. Rügel du dich mit ihm. Nein, nein, das ist Spaß. Soll ich ihm ein Standbild verpassen? Mal, du kannst ganz ruhig offen und ehrlich sein. Meine Güte, das ist alles nur Spaß hier, weißt du? Wenn man hier zu aggressiv rangeht an die Sache, dann ist das auch kein Spiel mehr, weißt du? Ja, klar. Wenn du hier einen hast, der sich 20 Minuten darüber aufregt, dass er sich mit seinem LKW, weil er mit 90 in die Kurve gefahren ist, auf die Fresse legt und sich darüber 20 Minuten aufregt, statt einfach den Spielstand neu zu laden. Ja. Dann hast du mit sowas auch keinen Spaß, dann brauchst du sowas auch nicht. Hab ich auch gerade neu geladen. Musst du halt neu laden, bin umgekippt, war nackt. Aber erstmal aufregen, weißt du? Ja, ist doch normal, machst du doch auch, oder? Du wirst wieder aufregen, wenn du dich da hinlegst, wegen so einem scheiß Lack. Weil in dem Lack kann ich ja nie mal bremsen. Ich bin ja gerade in die Kurve rein, hat angefangen zu lacken, ich gehe auf die Bremse, aber dann ist der trotzdem umgekippt. Willst du da machen? Nicht umkippen. Sich über die Person lustig machen. Was kann ich dafür, wenn das Ding bei mir in Auf- und Einfahrten immer am Lacken ist für eine Sekunde? Und das war gerade. Da kannst du nichts gegen machen, aber sah ja, lustig aus. Und ich hab das Schadenfreude ist doch eigentlich immer die schönste Freude, oder? Klar. Genau. Wenn du siehst, dass einem die Zähne fliegen in der Kneipe, dann ist das immer noch die schönste Freude. Aber hallo. Mama, der Locke weiß ja, dass ich das ja mit Humor nehme, ne? Jetzt müsste eigentlich von dir so ein Spruch kommen, ach sicher? Ach wirklich? Ja, nee. Vielleicht. Ach guck mal, er ist müde, der gute Mann. So langsam auf die Rente zu. Mit 30. Mit 29. Ja, ja. Willst du den Job machen, den ich mache, dann gehst du noch schneller auf die 60 zu. Mach den Job, den ich mache. Also umsitzen? Ich weiß, ich werde mit 50 Jahren meinen Rücken im Arsch haben, meine Knochen alle im Arsch haben. Ich mach danach nicht mehr. Deswegen geht's ja auch vom RTW in Pforte. Ja, ist klar. Rückseknopf. Hier war Achtung, es kommt was. Zentrale, bitte kommen. Ja, hier ist Zentrale. Ich hab Angst. Du weißt schon, der Abdauer, weißt du, der dann sagt, hier ist Zentrale. Du weißt schon, dass die Disponenten alle auch auf dem RTW sitzen, ne? Ja. Dass das ein Schichtensystem ist. Mach den Autospeicher ran, ich hab's auf Beweis, ne? Was denn? Er hat sich hier gerade voll angelegt, weil er eh nicht geschnitten hat. Kommt der auf mich zu? Nein, der ist hier abgefahren. Ja, vor allen Dingen kann ich aber, habe ich leider kein Dingens. Du hast einen Autospeicher. Echt? Wann? Ja. Wie? Wo? Escape. Ja. Speichern und laden. Dann gehst du auf Laden und dann hast du unten einen Haken. Autospeichern anzeigen. Ah, geile Scheiße. Wusstest 20, du das nicht? Der kommt zurück. 2048 steht hier, kann ich einfach den letzten Speicherstand da nehmen? Ja, ja, genau. Ja, kannst du auch mal machen, wenn du dich langgelegt hast oder so, weil dich einer geschnitten hat und dein LKW ist voll im Arsch. Dann kannst du halt aufladen, so wie ich das auch gemacht habe, und dann verliert er keine Kohle. Wegen der Reparatur. Alter, ich liebe euch, ohne Witz. Ich liebe euch. Ja, dann packt das DFL vor den Namen. Lieben wir nicht noch mehr. Jetzt bleibt er nur nicht mehr da, jetzt weiß ich, kann ich wohl springen. Fahr doch einfach deine Tour nach Navi. Jupp. Dann findest du uns schon. Weil die nächste Abfahrt wäre Kiel. Wenn ich jetzt mal guck, warte. Guck mal. Ja, die nächste Abfahrt, wo wir rausfahren, ist Kiel. Geht klar. Also übernächste halt. Passt schon. Kriegen wir hin. Nee, stopp. Wenn wir auf der Bahn bleiben, endet die in Kiel. Ihr könnt ja jetzt schon mal weiterfahren. Ich hau jetzt in Kiel meinen Anhänger weg und falls ich was Gutes finde, ja, wir fahren dann nach Kiel durch. Oder so. Das war angeblich ein Vibe gewesen, was das hier gemacht hat, den Unfall verursacht hat. Es ist eine Frau abgebildet. Also keine Jungsche, sondern eine Ältere.